Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um Weiterbildung in der Energiebranche und zwar heute um das Thema Fernstudium innerhalb der Energiewirtschaft, also ein Hochschulstudium, was man berufsbegleitend aus der Ferne zu Hause macht, größtenteils, was natürlich in Corona-Zeiten sowieso relevant gewesen ist. Aber auch darüber hinaus ein wichtiges Thema wäre. Wir haben ja schon mal Videos gemacht, einmal über die Jobperspektive Sachbearbeiter in der Energiewirtschaft und dann über die Weiterbildung im Rahmen des Energiefachwirts. Und heute soll es eben darum gehen, wie kann man noch ein hochschulakademisches Studium komplett berufsbegleitend in der Form des Fernstudiums durchführen. Ich selbst habe sowas ja gemacht. Ich habe mich 2015 eingeschrieben bei einem Bachelor-Fernstudium Energiewirtschaft und Energiemanagement, habe es zugegebenermaßen aber nie abgeschlossen. Also ich bin bis ins fünfte Semester durchgegangen, hätte eigentlich auch fertig machen können, aber dann kam ich zeitlich im alten Job schon nicht mehr dazu und jetzt erst recht nicht mehr. Aber es soll auch gar nicht so schlimm sein für mich. Ich bin auch so ganz erfolgreich und kenne mich aus, wie ihr ja, denke ich, merkt. Aber für euch könnte es vielleicht ein guter Plan sein. Erstmal zum Thema Fernstudium. Es gibt ja sowas wie die Fernuniversität Hagen als öffentliche staatliche Fernhochschule oder Fernuniversität sogar. Die ist eben genau, weil sie staatlich öffentlich ist, nicht ganz so teuer. Also die ist genauso wie andere Hochschulen. Es gibt halt so einen Semesterbeitrag und weil so ein bisschen mehr Infrastruktur natürlich geben muss und weil man eben nicht an gegebenen Stellen vor Ort sitzt, gibt es da so gewisse Gebühren. Da zahlt man so niedrig dreistellig pro Semester oder auch mal ein bisschen mittel dreistellig. Das geht ja auch irgendwie alles noch pro halbes Jahr. Vor allem, wenn man es berufsbegleitend macht, kriegt man das ja auch irgendwie unter und eventuell kann man sich ja auch fördern lassen oder steuerlich absetzen, denn Weiterbildungen sind immer steuerlich geltend machbar. Aber es gibt ja auch noch private Fernhochschulen und das ist gerade auch im Energiesektor ein wichtiges Thema und da bezahlt man dann gerne mal für das gesamte sechssemestrige Studium fünfstellige Beträge. Das habe auch ich gemacht. Ist natürlich dann besonders lustig, wenn man es nicht abschließt, aber ist mein eigenes Problem. Zu dem Studium als solchem. Lohnt sich sowas? Sollte man das machen? Wenn man das geltlich unterkriegt, dann ja, natürlich, warum nicht? Es muss halt für einen persönlich funktionieren, dass man komplett selbst organisiert in seiner Freizeit und am Wochenende studiert und halt tatsächlich theoretische Texte, theoretische Dokumente, theoretische Lernhefte durcharbeitet und die Übungen macht und das mit den Lösungen vergleicht, dann gerne auch mal eine Einsendeaufgabe zur Hochschule schickt und ein Dozent geht da durch und prüft das und schickt dann eben auch ein Feedback zurück und dann muss man irgendwann vielleicht Online-Prüfungen machen, wo man eventuell sogar in einer Webcam zeigen muss, dass man gerade nicht betrügt. Oder man macht eben auch die Präsenzklausuren, die genauso funktionieren wie andere Arbeiten. Dann sitzt man an irgendwelchen Partnerstandorten zum Beispiel und schreibt dann dort eben eine ganz normale Klausur, anderthalb, 2 Stunden lang. Und ja, das kommt eben auf den eigentlichen selbigen Lernstil an, den man eben vielleicht in der Vergangenheit auch schon hatte, ob sowas tatsächlich passend ist. Für mich hat es funktioniert. Ich bin, wie gesagt, ja inhaltlich, fachlich weitestgehend durch gewesen, habe nur die Abschlussarbeit nicht gemacht. Und das ist genau der Punkt. Wie ist so ein Studium aufgebaut? Man hat natürlich erstmal Grundlagenmodule. Im Bereich von Energiewirtschaft ist das Ganze ja ein wirtschaftsingenieurtechnisches Thema und dann hat man natürlich sowas wie BWL, also Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsmathematik, Statistik und natürlich auch später sowas wie Personalführung, Rechnungswesen, Buchhaltung, Controlling, also verschiedenste Themen, die erstmal relevant sind und die dazugehören, aber man hat natürlich auch die energiewirtschaftlichen Sachen und das ist natürlich für uns besonders interessant. Und ich kann schon sagen, das Material, was wir haben in dem Hochschulstudium, was ich gemacht habe, war schon echt gut und hilfreich und hat mir persönlich sehr geholfen, viele Hintergründe der Energiewirtschaft nochmal weiter durchzuarbeiten und zu verstehen. Ich selbst hatte da also Module wie energiewirtschaftliche Grundlagen, Energietechnik allgemein und vor allem auch regenerativ, Energiesysteme, wie funktioniert das gesamte Zusammenspiel aller Faktoren, Energiecontrolling, was natürlich auch so im Sinne von Energiemanagement und Effizienz ganz relevant ist. Energiecontracting war bei mir ein Thema im Studium. Netztechnik, Service Management, also auch die Weiterentwicklung der Energiewirtschaft und der Wertschöpfung entlang der Digitalisierung. Das sind so verschiedene Themen gewesen, die bei mir in den diversen Modulen drankamen.
und die natürlich auch ganz, ganz relevant sind für das Verständnis der energiewirtschaftlichen Hintergründe. Dann hat man natürlich außerdem so ein allgemeines Verständnis für Projektmanagement und für wissenschaftliches Arbeiten entlang weiterer Module und kann sich dann schlussendlich in Richtung des Endes mit einer Seminararbeit, einer weiteren Projektarbeit, die eben ganz bestimmte Themen hat, die man dann teilweise auch gemeinsam mit anderen Fernstudenten machen muss, wo man sich dann also organisiert, entweder lokal oder übers Internet, da gemeinsam dran zu arbeiten. Dann gibt es noch eine berufspraktische Phase, also gerade im Bachelorstudium ist das ja noch relevant. Wenn man jetzt aber beruflich tätig ist in der Energiewirtschaft und so ein bisschen die Themen des Studiums dort unterbringen kann, dann kann man sich das im Regelfall komplett anrechnen lassen und muss eigentlich nur einen Tätigkeitsbericht schreiben über seine eigenen Sachen. Und dann wird das am Ende auch im Regelfall von der Hochschule entgegengenommen. Das kann man ja vorher mit den Dozenten auch absprechen. Und dann am Ende gibt es natürlich noch die eigentliche Bachelorarbeit, wo man dann eben ein bestimmtes Thema der Energiewirtschaft oder eben ein bestimmtes Studiumsthema, was damit zusammenhängt, im Besonderen auseinandernimmt und dann eben auch am Ende das Ganze abschließt. Das ist jetzt also, wie gesagt, eine Frage, wie man sich selbst in der Energiewirtschaft positionieren möchte. Für den absoluten Alltag an bestimmten Prozessaufgaben hilft einem das jetzt nicht besonders. Das sind wirklich theoretische Unterbauinformationen, die man braucht, wenn man das große Ganze sehen und verstehen möchte. Was dann natürlich wichtig ist, wenn man in eine bestimmte Referentenposition übergeht oder als Führungskraft für verschiedene Bereiche tätig ist oder wenn man wie ich natürlich in der Wissensvermittlung unterwegs ist oder eben da im Sinne von Marktanalyse und Consulting eben bestimmte Bereiche ganz besonders kennen muss und auch die Zusammenhänge kennen muss, dann ist das wirklich sinnvoll, sich auch hochschulakademisch mit dem Thema Energiewirtschaft weiter auseinanderzusetzen. Jetzt gibt es da natürlich verschiedene Anbieter. Wie gesagt, die privaten Hochschulen sind dann eher teuer. Dann gibt es teilweise auch normale staatliche Universitäten, die eben auch noch einen Fernstudiumsgang anbieten. Kann man sich natürlich alles zusammen googeln. Da will ich euch jetzt hier gar keine Werbung für bestimmte Studiengänge anbieten, sondern schaut euch da mal an, ob es da was gibt, was euch gefallen und passen könnte. Wie gesagt, es ist aber für den eigentlichen Arbeitsalltag in ganz normalen Prozesspositionen der Energiewirtschaft nicht unbedingt notwendig. Dann ist vielleicht sogar sowas wie ein Energiefachwirt sinnvoller und näher dran oder aber eben sich allgemein mit den Themen zu beschäftigen, zum Beispiel über unseren YouTube-Kanal und unsere weiteren Angebote, die wir so haben. Demnächst launchen wir ja auch unseren großen neunstündigen Online-Kurs. Das kann für viele Kollegen schon absolut ausreichen oder genau das richtig Passende sein. Von daher, das müsst ihr wissen. Meine Zusammenfassung ist, im Alltag braucht man sowas nicht. Wenn man sich tiefergreifend damit beschäftigen möchte, ist dieser Unterbau, die Theorie dahinter super hilfreich. Und dementsprechend muss man dann eben auch schauen, ob so eine Investition an privaten Fernhochschulen, wo man dann 10, 11, 12.000 Euro mal mindestens für einen Bachelor hinlegt, ob das wirklich Sinn macht. Ja, habt ihr Fragen dazu oder eigene Erfahrungen oder Anekdoten, dann schreibt die mal unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer, liked das Video und abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.